Und hallo und herzlich willkommen hier zu Herr der Ringe Online mit mir, dem Captain. Und ich spiele den Starkaxe-Zwerg Nodreb, der sich der Truppe von Aragorn angeschlossen hat, um gegen das Schwarze Tor zum Schwarzen Tor zu reiten, um Sauron herauszufordern, um ihn abzulenken von Frodo und Sam, damit sie in aller Ruhe den Ring ins Feuer schmeißen können. Und währenddessen ziehen wir hier durch die Gärten Gondors, durch das wunderschöne Ithilien und wir sehen jede Menge schöne Blumen und prachtvolle Gartenanlagen, Natur und so weiter. Einige Orks haben wir schon gekillt und jetzt sind wir auf dem Weg, das versteckte Waldläuferlager zu finden. Von der Truppe von, wie heißt er nochmal? Von Marblung, ne? Genau. Von Marblung, ne? Ich glaube, von Marblung war das. Das war der erste Helfer. Oder der Leutnant quasi von Faramir. Genau, Faramir war der Name. Weil das ist Faramirs Waldläufertruppe, mit der er hier in Ithilien immer wieder die ankommenden Feinde, die hier durchgezogen sind zum Schwarzen Tor, teilweise zumindest zur Strecke gebracht hat. Und in diesem Gebiet hier hat er ja auch Frodo und Sam entdeckt. Was? Schlangen in der Falle sprecht mit dem Hauptmann der Waldläufer? Warum soll ich denn jetzt dieses. Warum hat er mir denn jetzt dieses olle Quest gegeben? Weil ich vorbeigeritten bin, ne? Na gut, wir reden mit dem. Ich hoffe, ich kann es einfach beenden. Hoffen wir, dass ihr gute Nachrichten habt. Ja, ich. Ich will nichts mit den Gefangenen zu tun haben hier. Ich wollte nur das Quest hier gerade beenden, ne? Habe ich eigentlich irgendein anderes? Fernes Anorien? Ach so. Was ist das? Spinnen, die kann ich abbrechen. Diese Einführungsquest habe ich überhaupt nicht gemacht. Hier gibt es noch das Einführungsquest Ödland. Da muss man echt mal gucken hier. Also diese Einführungsquests, das und das, dass ich die wirklich mal wegbekomme. Weil die hätten eigentlich abgefrühstückt werden müssen. Na gut, das eine kommt noch, das andere hätte ich irgendwo schon machen müssen. Ich hätte mit wem? Mit Lamlor im ersten Ring reden müssen. Ja gut, das habe ich halt nicht gemacht. Einführung Weites Anorien. Ja. Dann werden wir die halt nochmal irgendwann fertigstellen, weil das sind Quests, die halt immer wieder kommen. So. Hier vorne ist jetzt Hennes Anon, ne? Ihr bemerkt, dass ihr beobachtet werdet und schon tritt ein Waldläufer aus der Deckung hervor. Gulastin. Wenn ihr ein Kundschafter von König Elessars Armee seid, dann willkommen. Ich hoffe sehr, dass er euch auch weiterhin mit seiner Armee so viel Aufmerksamkeit erregt. Ich hoffe sehr, dass er auch weiterhin mit seiner Armee so viel Aufmerksamkeit erregt, wenn er durch Ithilien zieht. Denn bisher kann ihn kein Feind übersehen haben.
Mit Geheimhaltung ist es offenbar vorbei. König Elissar zieht mit einer großen Truppe in den und dem Klang von Trompeten gegen Mordor. Und so müssen die Waldläufer von Ithilien auch einige ihrer Geheimnisse preisgeben, auch wenn das nicht leicht fällt. Wir haben viele Feinde aus Hennes Anun vertrieben und sind dabei, wie Schatten durch die Fenster des Sonnenuntergangs und zurück in die Dunkelheit geschritten. Da ihr dem König von Gondor freundschaftlich verbunden seid, dürft ihr unser geheimes Versteck frei betreten. Seht euch also den absteigenden Tunnel, die Haupthöhle und den Aussichtspunkt an. Aber ich warne euch, ihr dürft keinen Fuß in den verbotenen Teich, setzen. Das wäre eine Beleidigung uns gegenüber, die wir noch nie ungestraft gelassen haben. Ja. Und kein Mensch erzählt uns, warum das eine Beleidigung ist, ne? Das habe ich halt auch nicht verstanden im Film, ne? Und im Hörbuch wurde es auch nicht irgendwie so erklärt. Es heißt dann irgendwie so, ja, man darf den verbotenen Weiher nicht betreten. Der verbotene Pfad ist schmal und gefährlich und er führt hinab in die Erde. Ja, hier. Neue Aufgabe, Hilfe für die Kräuterkundigen. Och nein. Das brauchen wir nicht. Weg damit. Wir nehmen... Doch, wir nehmen unsere Ziege hier. So. So, und wir dürfen gleich mal oben den Aussichtspunkt genießen. Jetzt muss ich einmal hier hoch. Von diesem Aussichtspunkt könnt ihr den verbotenen Teich und einen Großteil des Umlands sehen. Ui. Jawohl, hier kann man ja echt super geil gucken. Da sieht man wirklich alles. Die konnten von hier aus den ganzen Angriff auf Osgiliath und alles entdecken, während sie hier versucht haben, die Nachhut zu schänden. Ne? Und hier geht's zum verbotenen Weiher runter. Da ist eine kleine Insel drauf. Ich verstehe aber nicht, warum der Weiher verboten ist. Werden Sie mir das nochmal mitteilen? Der Halbmond, der den weißen Baum einfängt. Der Unterschlupf der Waldläufer ist nicht gerade luxuriös, aber ausreichend komfortabel. Na immerhin, sie haben Tische und Bänke hier drin. Ah ja, hier kann man auch nochmal rausgucken. Gut, reden wir mit Aragorn jetzt außerhalb. So, wollte der jetzt hier irgendwas von denen? Ja, Aragorn. Mein König. Unsere Reise durch Ithilien hat mir gezeigt, dass es noch immer ein schönes Land ist. Allerdings könnten sich hinter dieser Schönheit auch Gegner verbergen. So wie die Waldläufer von Ithilien ihren Gegnern aufgelauert haben, können uns diese Feinde nun auch auflauern. Begebt euch weiter nach Nordosten und haltet nach Gefahren Ausschau. Golarsdin hat mir gesagt, dass es einen Ort im Nordosten gibt, von dem man die Straße von vor uns gut überblicken kann. Orndil, ein Waldläufer von Ithilien, ist bereits dort und könnte etwas gesehen haben. Gut, dann gehen wir mal zu Orndil.
So, ich muss hier durch irgendwie. Der Weg führt außen rum. Und Orndil ist schon hier. Der Waldläufer Orndil nickt euch zu, als ihr an seinem Aussichtspunkt ankommt. Ihr glaubt zu sehen, wie sich etwas im Nordosten bewegt, aber ganz sicher seid ihr euch nicht. Habt ihr das gesehen? Das gesehen? Ich glaube, dort hinten hat sich etwas bewegt, zwischen den Bäumen im Nordosten. Begeben wir uns dorthin, dann werden wir sehen, ob wir uns getäuscht haben oder ob dort vielleicht Feinde lauern. Das ist der Pass von Cirith Negen. Meine Leute haben ihn oft genutzt, um unsere Feinde zu überraschen. Vielleicht wollen sie den Spieß jetzt umdrehen und uns einen Hinterhalt locken. Ja, dann wollen wir mal hingehen, der Pass, ne? So, da ist der Weg rechts. Und da ist nochmal Orndil, ja. Orndil nickt euch zu, als ihr zu ihm aufschließt. Wie vermutet hatte, unsere Feinde wollen König Elissa auflauern, wenn er nach Norden marschiert. Und sie haben sich diesen Platz für unsere Hinterhalte ausgesucht. Das ist eine regelrechte Beleidigung für Gondor. Orndil hatte recht. Es gibt Anzeichen, dass der Feind Aragorn bei Cirith Negen angreifen will. So. Na gut, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Aragorn Bericht erstatten. Und dann werden wir hoffentlich eine gute Falle für die Fallensteller errichten, ne? Weil wir müssen da durch. Auf geht's, Aragorn. Hopp. Und du stehst natürlich genau hier. Gut. Wir wollen loslegen. Danke für euren Bericht. Ich habe mich schon gefragt, ob unsere Feinde versuchen würden, unseren Vormarsch aufzuhalten. Offenbar werden sie das bei Cirith Negen tun. Die Waldläufer von Ithilien haben mir von dem Pass berichtet. Sie haben diesen Ort schon oft genutzt, um Feinde zu überraschen. Dort haben sie auch der Truppe mit dem furchterregenden Mumak aufgelauert und ihn der Kontrolle seiner Treiber entrissen. Die Kreatur stürmte aus Cirith Negen und fort vom Krieg, und man hat nie wieder etwas von ihr gehört. Werden die Orks das Gleiche mit dem Heer des Westens versuchen? Das darf ihnen nicht gelingen, Nodreb. Wir werden Geschick und List brauchen, um den Feinden im Hinterhalt aufzulauern. Buch 7, Kapitel 7. Der Hinterhalt. Wenn wir die Feinde, die im Hinterhalt lauern, überfallen wollen, brauchen wir eine kleine Truppe von geschickten Jägern und Fährtensuchern, die sich unbemerkt durch den Wald bewegen können. Hetard hier am Aussichtspunkt über dem verbotenen Teich wird wissen, welche Waldläufe Ithiliens am besten für diese Aufgabe geeignet sind. Einige meiner Brüder werden auch an diesem Abenteuer teilnehmen wollen. Sprecht mit Dagoras in der Höhle von Hennes Anun. Er wird die anderen versammeln. Na gut, dann gehen wir mal runter zu Dagoras. Mit am Aussichtspunkt, okay. Dann wollen wir mal gucken.
So, da haben wir ihn. Hetadir. Hetradir. Ich habe gehört, dass die Truppe aus Orks und Ostlingen der Armee Königs Elissas am Pass von Sirit-Negen auflauern will. Diese Monster und ihre elenden Verbündeten täuschen sich gewaltig, wenn sie glauben, dass sie unseren Ort für Hinterhalte gegen uns verwenden können. Das hier ist das Land des Mondes, und ich habe in meinem Leben schon viele Monde gesehen. Ich bin noch immer hier, Faramirs ergebenster Freund, und ich werde ihm helfen bis zu meinem letzten Atemzug. Ihr findet vielleicht jüngere und schnellere Männer als mich, aber keiner kennt dieses Land so gut wie ich. Meine Bestimmung ist es, bei einer einzigen Sache zu führen. Ich werde unsere Männer in die Wälder und gegen die Feinde führen und sie wieder zurückbringen. Ich werde den Waldläufer auswählen. Ich werde die Waldläufer auswählen, für die, die für diese Aufgabe am besten geeignet sind. Na gut, dann mach du mal. Oh, hier an der Seite kommt das Wasser durch, ne? Noch mal ganz nach unten mit Dagoras reden. Ich werde noch ein paar meiner Leute sammeln, die uns helfen. Hier sind geheime Aufträge wohl bekannt, Notrip, ebenso wie euch. Es gab einmal eine Zeit, da hätten wir diese Sache allein erledigen können. Aber es ist wohl klug, sich bestmöglich vorzubereiten. Ich werde noch ein paar meiner Leute finden, die uns helfen können. Dann steigen unsere Chancen auf Erfolg. Ein Kampf auf offenem Feld ist etwas völlig anderes als ein Kampf im Wald. Ich sage nicht, dass es letztere eine Erleichterung ist, aber alle Männer der Truppe haben für den Rest ihres Lebens genug vom Ersteren. Na gut, Legolas sieht euch mit hochgezogenen Augenbrauen und verletztem Gesichtsausdruck an. Ein solches Abenteuer möchte ich mir nicht entgehen lassen. Hat Aragorn vielleicht persönlich nach mir verlangt und ihr dachtet, er hätte Dagoras gefragt? Er hätte nach Dagoras gefragt? Legolas lacht ein wohlklingendes Geräusch. Ich werde gerne mit euch den Feinden im Hinterhalt auflauern. Sagt mir, wenn ihr bereit dazu seid und wir aufbrechen können. Na gut, natürlich, Legolas. Ja gut, machen wir. Also, auf geht's. Orks und Ostlinge haben dem Heer des Westens eine Falle gestellt. Aber wir haben vor, den Hinterhalt zu vereiteln, bevor er überhaupt stattfinden kann. Ja, und deswegen sind wir mit Legolas und Gimli unterwegs. Wir werden den langen Weg um Sirit-Negen herumgenommen. Wir haben den langen Weg um Sirit-Negen herumgenommen, Nodrib. Und sind nun in Stellung, um die Orks und Ostlinge zu überraschen, bevor sie Aragorns Heer angreifen können. Wir werden uns mit all unserem Zorn auf sie stürzen und sie schreien zurück in ihre eigenen Lande oder den Tod schicken. Nein, Gimli. Wir müssen versteckt bleiben und uns ihnen lautlos nähern. Was? Aber Gandalf hat gesagt, wir sollten Lärm schlagen. Ihr könnt nicht von mir erwarten, ohne Kampfschrei in die Schlacht zu stürmen, Legolas. Die Orks werden einen Posten nördlich des Passes haben. Ihr und Nodrip müsst sie besiegen, lautlos. Vielleicht könnt ihr eure Kampfschreie flüstern, Gimli. Flüstern! In Ordnung, Nodrip. Lasst uns die feindlichen Posten finden, in aller Stille. Nee, es sind Orks, Nodrip. Khazad. Sehr gut. Ein weiterer Kundschafter. Ich glaube, man hat uns bislang noch nicht bemerkt, Nodrip.
Es sind wieder Feinde in der Nähe. Jemand anderes ist hier. Das ist kein Feind. Das ist der Waldläufer Dagoras. Die Waldläufer und Elben sind in Stellung gegangen, Nodreb. Nun muss nur noch jemand das Signal für den Angriff geben. Begebt euch doch auf die Straße hinter Cirith Negen und zeigt unseren Feinden, dass sie überlistet wurden. Jetzt, da wir bereit für einen Angriff sind, ist die Zeit des heimlichen Vorgehens vorbei. Euer Angriff wird das Signal für den Rest von uns sein. Endlich hat das Schleichen ein Ende, Nodreb. Wir gehen zum Angriff über. Wir werden angegriffen. Möge dies eine Warnung an die Feinde von König Elissa sein. Der Sieg ist unser. Gut gekämpft, mein Bruder. Gut gemacht, Gimli. Ihr wart so lautlos, wie man es von euch erwartet hat. Mein Freund, die Bedrohung ist verschwunden. Wir haben gesiegt. Der Feind wurde zerstreut und stellt das Heer des Westens keine... Und für uns stellt das Heer des Westens keine Gefahr mehr dar. Danke für euer heldenhaftes Handeln. Ich muss auch eurem Freund Gimli danken, sowohl für das Schwingen seiner Axt, als auch dafür, dass er während unseres Vorstoßes seine Zunge im Zaum halten konnte. Ich weiß, dass euer Volk im Angesicht des Kampfes gerne brüllt. Daher war es bestimmt nicht einfach, still zu sein. Heute haben wir alle Aragorn einen Dienst erwiesen. Ich bin froh, die Straße für das Heer gesichert zu haben. Kehren wir zu Aragorn zurück und berichten wir von unserem Erfolg. So. Dagoras. Dank unserer. Ja, dank unserer Anstrengung und der unserer Freunde kann das Heer des Westens nun gefahrlos durch Cirith Negen ziehen. Und doch lässt mir ein Gedanke keine Ruhe. Wir haben den Hinterhalt verhindert und die Feinde vertrieben, ja. Aber schien das nicht etwas zu leicht? Unsere Freunde aus Ithilien haben an diesem Ort schon oft und sehr erfolgreich Gegner aufgelauert. Aber angesichts der Vorbereitung schienen die Erfolgsaussichten der Orks und Ostlinge eher bescheiden. Ihre Truppe war zu schlecht organisiert, als dass sie ernsthaft hätte schaden können. Selbst wenn wir ahnungslos in eine Falle getappt wären, hätten wir sie vermutlich noch schlagen können. Würdet ihr Aragorn von meinen Bedenken berichten? Irgendwas stimmt bei dieser Sache nicht. Na gut, dann machen wir mal. Irgendwas stimmt bei dieser Sache nicht. Naja, reden wir mit Aragorn. Vielleicht erreichen wir ja noch das Waldläuferlager, aber ich glaube schon, ne? Nun gut. Weiter aufs Ziel. Dagoras ist besorgt, weil sich der Hinterhalt so leicht verändern ließ. Ich denke, es gibt eine Erklärung dafür, auch wenn sie seine Sorgen nicht mildern wird. Ich denke, der Zweck des Hinterhalts war es, uns auf Kurs zu halten. Wir sollen denken, dass der Feind schwach ist. Wenn der Hinterhalt erfolgreich gewesen wäre, umso besser für den Feind. Aber ich glaube, er sollte uns vor allem in Sicherheit wiegen, was unsere Stärke betrifft. Ah ja. Der hier ist natürlich viel schöner. Die Metallenen hier, der ist viel schöner als die anderen, deswegen nehmen wir den mal. Begebt euch nach Bartana, Herr, und findet heraus, was die Waldläufer über den weiteren Weg sagen können. Buch 7, Kapitel 8. Entschlossenheit. Lasst euch durch meine Einschätzung nicht verunsichern. Dass der Gegner glaubt, wir seien im Nachteil, bedeutet, dass er bereit ist, unseren Köder zu schlucken und in unsere Falle zu tappen. Wir dürfen keinerlei Anzeichen geben, dass die wahre Gefahr für ihn von einem anderen Ort droht.
Sonst setzten wir mehr als nur unser Leben aufs Spiel. Dann wäre das Schicksal von ganz Mittelerde in Gefahr. Also, machen wir weiter. Es gibt einen Turm nordwestlich von Henet Anun, eine Ruine namens Bar-Tanahaya. Von dort haben die Waldläufer von Ithilien viele Angriffe auf die Orks gestartet. Begebt euch mit Legolas nach Gimli und Gimli nach Bar-Tanahaya und findet heraus, was die Waldläufer dort über den wahren weiteren Weg sagen können. Wo ist das denn jetzt? Ach, da hinten. Na gut, gucken wir mal. Also erstmal müssen wir hier rüber. Zack. Zack. Jetzt müssen wir hier entlang. Reiten wir jetzt mal hin. Huch. Kommen wir hier nicht... Oh, hier kommen wir gar nicht ordentlich lang, oder? Wirklich nicht. Vielleicht hier oben durch die Berge. Nee. Ach, Leute. Muss ich doch von der anderen Seite kommen, oder was? Ich hätte unten rum gemusst. Das machen wir nicht. Wir reiten oben rum. Wir reiten oben rum. Kopfschmerzen hier. Von den vielen Schlachten, die wir hier schlagen müssen. Und die Gegend ist aber wirklich schön. Ja, hier sind überall diese ganzen Blumen, die man einsammeln kann, ne? Da konnte man sich ganz tolle Sachen noch holen mit den Blumen und Rüstungen verbessern und dies und jenes. Weiter, weiter, weiter. Nein, zu der Einführung wollte ich doch gar nicht. Wo sind die? Links von uns. Da führt sogar ein Weg hin, ne? Was ist denn dieser komische Turm? Nehmen wir den Weg hier unten rum. So, der nächste rechts. Hey, du musst eigentlich hier schon... Wo ist denn hier jetzt der Weg? Hier muss doch noch ein Weg nach rechts gehen. Auf der Karte hast du zumindest einen Weg eingezeichnet gehabt. Hier? Hier ist aber kein Weg. Nirgendwo ist hier ein Weg.
Da hinten. Ah, da sieht man das Gebäude. Das ist der Turm, den er meint. Ihr habt Bart Hannah Herr entdeckt. Okay. Und was haben wir hier jetzt? Hier sind wir. Legolas bedeutet sich, euch stehen zu bleiben und sucht mit den Augen den Himmel ab. Alles sauber aus, oder? Die Nazgûl schweben über uns durch die Lüfte, außerhalb unserer Sichtweite. Ich dachte, ich Aber hätte ich hoch spüre über ihre uns Anwesenheit. etwas gesehen, Notreb. Und ich spürte, wie ein Schatten über mein Herz kroch. Ich kenne dieses Gefühl. An den Ufern des Anduin habe ich eine dieser fliegenden Bestien getötet. Das muss nur eine kleine Unannehmlichkeit für ihren Reiter gewesen sein. Denn ich kenne die Zahl, ihre Zahl, und sie alle wurden auf den Pelennor gesichtet. Die Nazgûl fliegen über uns, außerhalb unserer Sichtweite. Sie beobachten Aragorns Armee, wie sie langsam auf Dagorlad zumarschiert. Kimli und ich wissen genau, wie ihr von diesen Kreaturen und wir wissen, dass man sie bekämpfen kann. Aber nicht alle von Aragorns Soldaten glauben das. Ich fürchte, dass sie dieses Gefühl der Angst, das die Nazgûl verbreiten, in der Brust jedes Mannes festsetzen wird. Werden sie die Stärke haben, die Angst zu widerstehen, oder werden sie wie Feiglinge vor den Dienern Saurons davonlaufen? Mein Vater hält nicht allzu viel von Menschen, aber ich habe den Mut gesehen, mit dem sie kämpfen können. Die Frage ist nur, wird das reichen? Findet die verborgenen Vorratslager und bringt ihren Inhalt hierher. Da oben ist etwas, das uns beobachtet. Das gefällt mir gar nicht. Bregaras schaudert und sucht den Himmel nach Anzeichen der Nazgûl ab, kann aber nichts finden. Er seufzt tief und schüttelt den Kopf. Auf Faramirs Befehl hin haben seine Waldläufer überall in Ithilien verborgene Vorratslager angelegt. Ich denke, wir sollten diese Vorräte bergen, denn die Zeit der Waldläufer wird bald zu Ende sein. Ganz egal, ob König Elessar am Schwarzen Tor siegt oder verliert. Danach wird die Vorräte in den Wäldern niemand mehr brauchen. Findet die verborgenen Vorratslager östlich und nördlich und bringt ihren Inhalt hierher. Dann können wir die Vorräte unter König Elessars Soldaten verteilen. Na gut. Dann holen wir mal die Vorratslager. Nördlich und östlich, hat er gesagt. Oh ja. Hier mitten im Wald einfach eine. Eins. Zwei. Irgendwo werden wir dann noch was haben. Hier waren auch noch Vorratslager drin, oder? Oder hier? Ich dachte, hier wären auch noch welche gewesen. Na gut. Neue Kampfgruppe, der Wächter von irgendwas. Da ist ein Vorratslager. Das ist ein Waldbär. Da, Kampfkatzen. Du bist das also. Na gut.
So. Machen wir die erstmal weg. Da ist noch ein Vorratslager. Das ist das vierte. Und dann brauchen wir nur noch eins. Eines ist doch noch da hinten. Da ist es. Damit haben wir alle Waldläufervorräte. Erreichen wir jetzt gleich das Lager des Nordens? Wir müssen das Lager erreichen. Wir haben gar keine andere Wahl. Bringen wir die gerade mal noch dem Waldläufer hier. Wir haben die Vorräte gefunden. Da. Ich leg sie ab. Oh, ich bemerke, dass Gimli versucht, eure Aufmerksamkeit zu erregen. Okay. Die uns begleitet haben. Unret aus Rohan und Mego aus Gondor. Nun, sie sind den Tag über immer unruhiger geworden. Ich habe etwas darüber nachgedacht, wie ich ihnen ihre Angst nehmen kann. Aber ich kenne mich vor allem mit Äxten aus, nicht mit Worten. Vielleicht könnt ihr ja etwas tun, Odreb. Ja? Ich werde für Gondor sterben, wenn es sein muss. Aber ich möchte nicht sinnlos sterben. Ich bin kein Feigling, Odreb, aber ich frage mich, ob es klug ist, gegen Mordor zu ziehen. Ich werde König Elessar stets treu dienen und tun, was er befiehlt. Aber ich fürchte, ihm ist nicht klar, was er da von uns verlangt. Ich dachte, seine Armee wäre stark genug, als wir durch Osgiliath marschierten. Aber jetzt, da wir in der Wildnis unterwegs sind, habe ich bemerkt, dass sie kleiner ist, als ich zunächst dachte. Sie ist den Armeen Mordors auf keinen Fall gewachsen. Ich bin bereit, für Gondor zu sterben, wenn Gondor dadurch überleben kann. Aber ich will mein Leben nicht einfach so fortwerfen. Wenn dieser Angriff Irrsinn ist, wovon ich ausgehe, wie kann der Krieg dann so etwas befehlen? Wie, König, dann so etwas befehlen? Wie sollen 6000 von der schwarzen Tor gefallenen Gondor retten? Sie werden es nicht. Das können sie nicht. Mego verlässt der Mut und er schaut euch verunsichert an. Ihr müsst ihn beruhigen. Ja, was mit dir? Wenn wir nicht auf einen Sieg aus sind, wieso müssen wir dann unser Leben sinnlos opfern? Ich bin ein Mann Rohans und ich werde tun, was König Eomer verlangt. Aber meine Entschlossenheit schwindet mit jedem Schritt Richtung des schwarzen Landes Mordor. Ist es wahr, dass unsere Befehlshaber nicht daran glauben, dass wir die bevorstehende Schlacht gewinnen können? Wieso müssen wir dann unser Leben sinnlos opfern? Ich würde für die Mark alles tun, aber wäre es nicht klüger, die Männer hier zur Verteidigung von Minas Tirith einzusetzen? Es gibt Festungen in Rohan, in denen wir viele Jahre ausharren, falls nötig. Ich habe bei der Hornburg gekämpft und mich gut in dieser Schlacht geschlagen, aber hier ergreift ein unnatürlicher Schrecken mein Herz, wobei es mehr als nur Angst ist. Ich kann nicht glauben, dass König Eomer oder König Elessar von Gondor so einfach ihr Leben fortwerfen, zusammen mit den unseren. Wie können sie nur so eine Entscheidung getroffen haben, Nodreb? Unred verlässt der Mut und schaut euch verunsichert an. Ihr müsst ihn beruhigen. Ich denke, ihr solltet zu Aragorn zurückkehren und ihm von den Sorgen der Männer berichten. Er sollte sich nicht wundern, wenn sie davonlaufen, wenn sie am dringendsten braucht. Der dann allein vor dem schwarzen Tor und Mordor steht. Nun ja, nicht ganz allein. Ihr, Gimli und ich werden natürlich nicht davonlaufen. Oh, jetzt müssen wir zurück. Jetzt müssen wir zurück. Was haben wir denn hier? Aragorns Zelt. Ja, nehmen wir mal Aragorns Zelt gerade. Da muss ich nämlich nicht so viel... Ich hätte gedacht, dass ich zu dem Hennes nicht zurückreiten müsste, aber jetzt muss ich wohl doch hinreiten. So, von Aragorns Zelt aus kann man doch bestimmt irgendwie rüberreiten. Da muss ich nicht schon wieder durch die ganze Wildnis reiten, da Hennes anruhen. Genau.
Auf geht's, Leute. Vorwärts. Da ist er. Rechts von uns. Ja, einige Männer sind unruhig. Was konntet ihr im Bartana-Herr in Erfahrung bringen? Tana-Herr herausfinden. Ihr berichtet Aragorn, dass die Nazgul über den Wolken und damit außer Sichtweite kreisen. Und dass sie der Armee dennoch folgen. Ihr erzählt ihm außerdem, dass ihre Anwesenheit und die Art der Mission die Moral der Soldaten beeinflusst und ihnen den Mut raubt. Das ist mir auch bereits aufgefallen, Notreb. Ich kann es ihnen nicht verdenken, dass sie angesichts unserer Mission fast verzweifeln. Ich werde ihnen aber nicht befehlen, ihr Leben zu opfern, nur um eine minimale Chance zu wahren. Auch wenn ich weiß, wie wichtig diese Chance ist. Geht zu den Soldaten hier in Henet Anun und versucht sie zu beruhigen. So, jetzt dürfen wir hier Soldaten beruhigen. Ich glaube, es gibt welche hier oben. Mann aus Rohan. Woher kommt nur eure Tapferkeit? So, ich glaube, der Rest ist unten, oder? Da ist noch ein Soldat von Gondor. Eure Worte haben mich beruhigt. Ich danke euch. Da hinten ist noch was. Ach, die sind unten. Na gut. Da einen sehe ich noch. Noch ein Soldat aus Gondor, der ist wiedergekommen. Ich hoffe, ihr habt recht. Ja, das hoffe ich auch. Gibt es keine andere Möglichkeit? Naja, offensichtlich nicht, oder? Okay, gut. Den haben wir auch geholfen. Das heißt, die Soldaten sind wieder beruhigt. Jetzt können sie wieder mitlaufen. Dann gehen wir jetzt weiter Richtung Schwarzes Tor. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, was zu tun ist, wenn noch mehr Männer den Mut schwindet. Während wir uns Mordor nähern, meine Idee wird sich schon bald beweisen müssen, fürchte ich. Folgen wir weiter der Straße nach Norden zur Grenze von Dagorlad? Wir werden am Rand des Waldes ein Lager errichten und uns auf den letzten Teil des Marsches nach Mordor vorbereiten. Lasst uns sprechen, wenn wir das Lager an der Grenze von Dagorlad errichtet haben. Okay, kann ich da direkt hochreiten? Die sind wirklich schwere Zeiten. Genau, Lager des Heeres, wunderbar. Da will ich hin. Brauche ich nämlich nicht nochmal den ganzen Weg wieder hochreiten. Das ist nämlich teils ziemlich nervig. Denn hier ganz oben ist Aragorns Lager. Das ist im Prinzip Abschluss und Startpunkt zugleich, ne? Abschluss von diesem Gebiet und Startpunkt für das neue Gebiet. Deswegen, hier kann man nämlich auch gleich Damrod annehmen. So, und hier oben gibt es Aragorn. 7, Buch 7, Kapitel 8. Wir sind jetzt im Schwarzland von Mordor sehr nahe. Mögen uns der Mut nicht verlassen und mögen unsere Freunde die Chance bekommen, die sie brauchen,
Auch wenn wir dafür unser Leben geben müssen. Ich möchte, dass Saurons Auge so lange wie möglich auf uns gerichtet ist. Ja, und was Sauron dann genau sehen soll, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns.